Stunden bei der Arbeit ist es meistens leider sehr, sehr trist. Deswegen schlage ich vor, versuch's mit schwarzem Humor. Also bei mir zu Hause in Polen, in unserem Dorf, da gibt es ja einen Brauch. Die Witwe wirft bei der Beerdigung einen Strauß Blumen und wer ihn fängt, der stirbt als nächstes. Hat sich Ihr Bruder immer noch nicht aus Indien gemeldet? Natürlich nicht. Sex ist heiß und Sex ist geil, das vor allem mit diesem Teil. Deswegen zögere auf keinen Fall, touch me now, baby, touch my heart. Gib mir mein Geld. Es gibt kein Geld. Vor 5 Jahren, da haben wir die großen Ketten aufgemacht. McSack, sag du go, Sarkozy, das ist purer Überlebenskampf hier. Wir verkaufen Herrn Schmidt als Shit. Das ist sicher ein Riesenhit. Und wenn die Leute krepieren. Werden wir sie inhalieren. Was für eine Urne soll es sein? Eher groß oder eher klein, es lässt sich nicht vermeiden. Wir alle werden von hier scheiden. Und wenn dann alles passt und der Ruhe hat für seine Last, befällt seine Freunde ein wenig Neid, denn eine Urne ist ja für die Ewigkeit. Wir machen aus Asche Asche und stecken sie uns in die Tasche. Die Leute sind außer Rand und Band, sie reißen uns das Zeug aus der Hand. Das Geschäft blüht, die Firma gedeiht. Des einen Freud ist des anderen Leid. Die ganzen Leichen heute machen uns zu reiche Leute. Dagmar, ich liebe Sie. Was? Ja, so ist es. Sagen Sie das nochmal. Ja, so ist es.